Ach nett, guck mal einer an. Der wäre erledigt. Da oben haben wir noch einen. Na, komm ran hier. Okay, der ist auch weg. Da geht's längs. Ich glaube, die gelben Pöppel, die markieren immer den Hauptquestweg, den du gehen musst. Und alles andere, das ist einfach so Nebensache. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe halt jetzt einfach mal... Wow. Ich nehme halt jetzt einfach mal den Weg hier. Ah, Munition. Dankeschön. Vielleicht gehen wir mal wieder auf die Pistole. Oh, ein Level 4 Schlüssel. Ja, ich glaube, den können wir brauchen. Da liegt noch Munition für die Pistole. Okay. Hätte ich mir vielleicht sparen sollen. Das waren jetzt 50 Kugeln. Na komm schon. Alter, ich bin der schlechteste Schütze ever. Aber es ist halt auch schon ziemlich lang her, seitdem ich das letzte Mal einen Ego-Shooter gespielt habe. Es lief gestern Abend übrigens nicht anders. Ja, ich habe auch mindestens 20.000 Mal daneben geschossen. Das ist einfach... Es ist einfach so. Achso, hier sind wir am Anfang. Das heißt, hier wären wir lang gekommen, wenn wir rechts lang gegangen wären. Okay. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nur derselbe... Uah! Weg wie vorhin. Wir haben ja vorhin nochmal so eine Rampe gesehen hier mit den gelben Pöppeln. Uah. Nicht nett. Okay. Wie sie sich immer den Selbstmord einprogrammieren. Total bescheuert. Uah. Okay, der ist auch erledigt. Da geht das Ding auf. Das heißt, ich muss schätzungsweise da runter. Ah, Munition. Liegt da drüben auch noch Muni? Ja, da liegt auch noch Muni. Guck mal, wie hier überall die ganze Munition rumliegt. Keiner weiß, wie die da hinkommt, aber die liegt halt einfach mal da. Warte, wir haben doch hier bestimmt wieder... Ja, genau. So, erstmal wieder das Toilettenstöhnen. Aber hier oben gibt's nichts. Naja, gut. Okay, den hat's zerbröselt. Rechts oder links? Rechts haben wir. Okay, ich gehe links lang. Ciao. Ich gehe doch rechts lang. Ciao. Au. Okay, wir sollten mit den Tech-Pfeilen jetzt vielleicht wieder ein bisschen sparen. Das Ding da drüben, das müssen wir in die Luft jagen tatsächlich, ja. Es ist jetzt noch nicht ersichtlich, warum, aber glaub mir, es wird später wichtig. Zumindest glaube ich das. Oh mein Gott, da geht's auch wieder weiter. Hör mir auf. Hallo? Ach Gott, ja, da ist jetzt... Hä, wo ist er denn? Bleibst du stehen? Bleib jetzt stehen, komm her. Brav, geht doch. Ja, das ist giftiges Wasser, da können wir natürlich nicht rein. Das heißt, wir können hier oben lenken. Volle Gesundheit. Es wird später ultra wichtig, ja, ja. Mhm. Alles klärchen. Achso, das ist er, den ich vorhin habe stehen lassen. Dann gucke ich da noch kurz vorbei. Okay, aber hier gibt es ansonsten nicht sehr viel. Was ist das da oben? Liegt da irgendwas? Nee, das ist einfach nur ein Plateau. Da kommst du so gar nicht ran. Gut, dann... Wo war der Hebel? Da war ein Hebel. Ich will einen Hebel drücken. Hey, wo kommst denn du her? Manchmal ist es mir echt ein Rätsel, wo die überall auftauchen, die Viecher. Was hat sie jetzt getan? Hier hat sich nichts getan.
Hier hat sich was getan. Okay. Oh mein Gott. So, der ist wieder weg. 25 Schuss noch, das ist ja nicht allzu viel. Stirb! Einfach mal den Kopf abgeschnitten. Ja, so kann man das machen. So. Wow, das war ja jetzt... Ah, und jetzt öffnet sich das Ding da hinten. Okay, pass auf, dann kommen wir hier bestimmt irgendwie runter. Jawohl. Sieh mal einer an. Na, komm schon. Brav. Okay. Hier die ganze Muni nochmal mitnehmen. Einmal kurz speichern. Speichern. Fluss der Seelen. So. Das sieht aber nett aus. Oh, da ist eine schöne Wumme im Wasser. Da kommen wir nur nicht hin. Also, es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt ins Wasser springe, dann würde ich instant sterben. Ist nicht so, dass du da drin schwimmst und dann dauerhaft Schaden nimmst, denn du bist einfach sofort tot. Okay, der ist voll, der nicht. Dann verballern wir jetzt ein bisschen Pistolenmunition. Oh mein Gott, da kommt noch einer. Programmiert sich wieder seinen Selbstmord, okay. Au, daneben. Drecksvieh. Oh, ich will die Wumme haben. Das heißt schon wieder etwas, was ich mir merken muss. Ich weiß doch jetzt schon nicht mehr, wo das erste Ding ist. Ich weiß es doch jetzt schon nicht mehr. Wie schaut es munitionstechnisch aus? Sind wir voll? Naja, bis auf den Tech-Bogen, aber wegen dem Tech-Bogen jetzt die Munition da rausziehen. Ah ja, komm, was soll's. Was soll der falsche Geiz? Am Ende spare ich dann nur am falschen Ende. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Du könntest mir ein bisschen Munition geben. Mein Leben wieder auffüllen. Und dann mich wieder zurückschicken. Also, das mit der Gesundheit hat sich jetzt schon voll gelohnt. Weil die Viecher einfach jedes Mal wieder da sind. Nee. Da weißt du auch nicht, was du dazu sagen sollst. Jetzt geht auf jeden Fall dieses Spiel los mit den Rampen. Das war sehr nett. Also, das hat mich total verwirrt gestern. Was mich allerdings verwirrt, ist die Tatsache, dass wir immer noch diese gelben Pöppel sammeln können. 9 Leben ist eigentlich das Maximum. Aber, ja, gut, okay. Wenn man... Oh. Velociraptoren. Ich glaube, das sind wieder die Schwächeren, oder? Boah, oh Gott. Boah, ey, die Viecher. Krass. Ich glaube, die kannst du im Multiplayer auch spielen, die Viecher, ne? Nein, daneben. Okay, den hat's erledigt. Wie war denn das jetzt hier? Wir brauchten hier Torschlüssel. Na klar, man braucht Torschlüssel. Ja, logisch. Und die waren hier drin. Da kommst du aber so nicht ran. Oh, guck mal. Da will ich hoch. Wie schaut's hier aus? Der ist natürlich auch verschlossen. Oh. Dankeschön. War hier nicht irgendwo ein Zugang, der offen war oder sowas? Nee, ne? Nicht wirklich. Aber wir können oben lang, stimmt. Wir konnten ja oben lang. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was für einen Sinn eigentlich der... Wo ist er denn? Was er hier hat. Ich dachte mir mal, dass man damit vielleicht diese kleinen Dinos irgendwie weglocken kann, aber... Oder Gegner anzünden kann, aber weder das eine noch das andere funktioniert. So.
Einfach mal ganz grobmotorisch abgeschnetzelt. Jetzt dürfte... Ne, ich glaube, die sind noch nicht offen. Jetzt hat sich erstmal eine andere Tür geöffnet. Und zwar hier drüben. Ja. Okay, der ist tot. Oh, ging das jetzt los mit den Spinnen? Ja. Spinnen. Boah, es ist so widerlich. Es ist so widerlich. Und vor allem... Weißt du, wenn du... Also, mal ganz unter uns, ja? Ich mag keine Spinnen. Aber wenn du denkst, dass dieses Vieh schon groß ist, dann wart mal den nächsten Levelabschnitt ab. Das wird so widerlich. Es wird so widerlich. Ich meine, boah, Alter, was die aushalten. Boah, ist das ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Und das Schlimmste daran ist ja... So. Das Schlimmste daran ist ja, es gibt ja Spinnen, die wirklich so groß sind. Die werden... Ich rede nicht von einer Tarantel. Eine Tarantel ist wirklich damit noch harmlos. Es gibt Viecher, die werden größer als eine Tarantel. Das ist, ja, dezent widerlich. Für alle Arachnophobie-Leidende unter euch, ich kann euch beruhigen, diese gigantischen Viecher leben Gott sei Dank nur in der Sahara. Wenn also nicht gerade der Plan steht, in die Sahara auszuwandern, brauchst du keine Angst zu haben. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie diese Viecher hießen. Das waren... Ich glaube, die gehörten zur Gattung der Springspinnen und die werden bis zu 300 mm groß. Also das ist schon 300 mm. Ja. Ich meine, 30 cm fette Spinne. Dann kannst du mal googeln. Ich glaube tatsächlich, dass das Springspinnen waren und die leben in der Sahara. Das ist eigentlich die Vorstellung auch total widerlich, wenn ich so ein 30 cm Viech anspringt, oder? Oh mein Gott. So, warte mal, ein bisschen mit der Explosivmunition schießen. Ja, so viel mal zu meinen arachnophobischen Kenntnissen. Ja, genau, alles klar. Na? Geht doch. Haben wir jetzt hier Munition vielleicht für die Wumme? Ich hätte ganz gern wieder Muni. Ach, da ist jetzt das Portal aktiv. Portal aktiviert. Es gibt hier überwiegend Pfeile, wie es aussieht. Dann arbeiten wir auch mal mit Pfeilen. Jetzt bin ich gerade leicht verwirrt. Wo war das Portal? Das war da unten und dann da hoch, ne? Kann man da gleich nochmal hin? Ich habe keine Ahnung. Da können wir auch weiter. Passen Sie mal auf. Na, komm schon. Aha, komm schon, Turok. Nicht hängen bleiben jetzt. Du hast nicht unendlich viel Luft. So, und jetzt wieder zurück. Go, 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 go. Komm. Ja, ganz ruhig. Ach, guck mal, da ist Munition. Und nochmal eins von diesen Viechern. So, soviel dazu. Ja, das Gewehr nehme ich gleich mal an mich. Ach, der hat es komplett aufgefüllt. Ist ja voll nice. Kriege ich mal die Gesundheit, danke. Episch, wie sie das machen. Wirklich episch. Also da kämen wir in den nächsten Abschnitt. Aber was war denn jetzt mit dem Warp-Portal? Warte, da unten lang, ne? Da gucken wir jetzt auch nochmal kurz rein. Ah, nee, ich glaube, das war wieder eine Falle. Ich glaube, das Ding ist tatsächlich wieder so eine hässliche Falle. Sekunde. Ich speichere einmal kurz ab. Spielstand gespeichert. Ja, okay, alles klar. Alter, drei Schuss hält er aus.
Moins. Ah, Headshot. Okay. Headshot hält er nicht aus. Hätte mich jetzt auch überrascht. Ich frage mich nur, was das für ein Ort ist und vor allem, wo wir hier eigentlich sind. Wie nennen die sich? Die Oblivion? Oblivion? Ich weiß nicht. Ich habe den Kerl nicht richtig verstanden. Was hier hinten? Gab's eigentlich Gesundheit? Da gab's eigentlich Gesundheit. Die könnte ich jetzt ganz gut brauchen. Wir sind nämlich gleich tot. Okay, der ist erledigt. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, das... Uah, das kann sehr lustig werden. Man muss ja bedenken, wir sind ja jetzt noch am Anfang des Ganzen. Das heißt, wir werden noch mehr von den Typen finden. Und die werden ja alle noch stärker. Also, es wird noch schlimmer, ja? Es wird schlimmer. Ist das nicht toll? Es wird schlimmer, hallo? So, bitte einmal Munition, Gesundheit und dann können wir diesen hier machen. Oh Gott, da hinten wartet der Nächste. Komm schon, stirb! Oh, fuck. Mein Gott. Haben wir hier nochmal Gesundheit, die ich mitnehmen könnte? Ja! Und Munition. Oh, das finde ich sehr nett. Also theoretisch, wenn du hier lange genug rumrennst, kannst du deine Munition auch wieder auffüllen. Mir geht es aber momentan eher um die Gesundheit, dass wir da ein bisschen was haben. So, okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Warte mal. Und ganz kurz den Raum untersuchen, nicht, dass wir hier vielleicht irgendwas übersehen. Ich glaube, ist das da unten Lava? Soll das Lava darstellen oder flüssiges Metall? Du hast einen Teil des Partikelbeschleunigers gefunden. Yay, Partikelbeschleuniger for the win. Ich habe keine Ahnung, was der Partikelbeschleuniger ist oder was der kann oder was der macht, aber der scheint ziemlich mächtig zu klingen. Von dem her sollten wir uns den tatsächlich zulegen. Man denke hier nur mal an die Partikelkanone aus Command & Conquer Generals, ja? Die war da... Oh. Erledigt. Okay, ich würde sagen, wir hüpfen gleich weiter. Hallo! Der ist hin, da kommt der Nächste. Oh Mann. Komm. Oh Gott. Ich muss unbedingt mal zielen üben. Da ist die Magnum. Ich will die Magnum haben. Das ist so eine halbautomatische Pistole. So ein bisschen wie in den alten Tomb Raider Teilen. Die finde ich echt nett. Ach, wir kommen ja einfach nur an dieselbe Stelle. Oh, okay. Oh, er fliegt durchs Dach durch. So, jetzt mal wieder mit normalen Pfeilen kämpfen. Komm ran! So, der wäre erledigt. Komme ich da drüben hoch? Nee, ne? So, wo war die Munition? Da war die Munition. Hier gibt es wieder viel Pistolenmunition. Jetzt geht's auch wieder hiermit los. Ja, genau. 20 Milliarden Wege und da komme ich nicht hoch. Zumindest nicht von hier aus. So, pass mal auf, die Pfeile sammeln wir kurz ein. Jawohl. Da hoch oder da lenken. Und, boah. Na komm schon, stirb. So. Was passiert damit? Natürlich, da geht das Tor auf und dann hast du da auch wieder einen Weg, wo es weitergeht.